Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Beauty-Coaching. Heute dreht sich alles um Contouring. Wie geht das richtig? Das zeige ich euch jetzt. Was du dafür brauchst, ist einmal ein kühler Braunton zum Konturieren, ein Highlighter für den höchsten Punkt des Wangenknochens und einen Pinsel zum Auftragen und Verblenden. Wichtig beim Contouring, wie ihr gesehen habt, verblenden, verblenden, verblenden. Tschüss und danke.